Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Auf die Überholspur. Und heute beantworten wir eine Frage, die uns der Marcel geschickt hat. Er möchte wissen, wie verhält man sich richtig bei Ampeln mit Richtungspfeilen? Ja, lieber Marcel, mit dieser Frage bist du auch nicht alleine. Wir sehen das sehr oft im Straßenverkehr, dass Autofahrerinnen und Autofahrer Probleme haben, wenn es Richtungspfeile gibt. Die erste Frage, die man klären muss, ist nämlich, wann kommt denn dieser Richtungspfeil? Das kann man in Österreich relativ einfach beantworten. Man muss nämlich nur schauen, wo ist denn der Richtungspfeil angebracht. Ist er auf gleicher Höhe mit dem grünen Licht, dann leuchtet er auch nur gemeinsam mit dem grünen Licht. Ist er auf gleicher Höhe mit dem roten Licht, dann leuchtet er auch nur gemeinsam mit dem roten Licht. Stell dir vor, die Ampel ist nur grün, also es leuchtet nur das grüne Licht, kein Richtungspfeil. Dann stellen sich auch bei uns immer wieder die Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Frage, darf man denn trotzdem dann links abbiegen? Naja, klar darf man links abbiegen, weil das grüne Licht alleine bedeutet ja nur freie Fahrt für alle Fahrtrichtungen. Der Gegenverkehr hat in diesem Fall natürlich auch grün und man müsste ihn, wenn er geradeaus fährt bzw. von sich aus gesehen rechts abbiegt, den Vorrang geben. Wenn jetzt der Richtungspfeil da ist, dann sollte, wenn alles richtig eingestellt ist bei den Ampeln, der Gegenverkehr bereits rot haben. In diesem Fall brauche ich natürlich nicht auf den Gegenverkehr aufpassen. Was man natürlich schon schauen sollte, wäre, wenn Fußgänger im Querverkehr, vielleicht ältere Personen, die jetzt nicht so schnell sind, noch drüber gehen, dass man also hier auf diese Fußgänger Rücksicht nimmt. In dieser Situation können wir gleich noch eine zweite Frage mit beantworten. Ihr seht unter der Ampel eine Stopptafel angebracht. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, na, muss ich denn diese Stopptafel in dieser Situation beachten? Und die Antwort ist ganz klar nein, weil wenn die Ampel in Betrieb ist, dann zählen die Vorrangzeichen nicht. Ich muss also hier nicht stehen bleiben, wenn, so wie hier, der Linksabbiegepfeil leuchtet, dann darf ich, ohne stehen zu bleiben, links abbiegen. Und noch eine Besonderheit gibt es in Klagenfurt, da seht ihr auf der Tafel, die über der Ampel angebracht ist, der Linksabbiegepfeil kommt in manchen Ampeln nämlich nur bei Bedarf. Man darf also nicht davon ausgehen, weil er beim letzten Mal gekommen ist, dass er, wenn ich diese Kreuzung heute wieder fahre, dass der Linksabbiegepfeil automatisch wiederkommt. Es gibt auch Kreuzungen in Klagenfurt, wo dieser grüne Linksabbiegepfeil nach rechts zum Beispiel am Ende der Feldkirchner Straße vorher kommt, bevor die Ampel auf grün schaltet. Was bedeutet das jetzt wieder? Naja, wenn dieser Abbiegepfeil zum Beispiel nach rechts kommt, obwohl die Ampel noch rot ist, dann darf ich natürlich nach rechts abbiegen. In diesem Fall haben auch die Fußgänger, die im Querverkehr über die Straße gehen wollen, noch immer rot. Wenn man diese Kreuzung kennt, dann weiß man, dieser grüne Rechtsabbiegepfeil beginnt zu blinken, verschwindet, dann ist die Ampel ganz normal rot, da darf man natürlich nicht mehr in die Kreuzung einfahren. Und dann wird die Ampel ganz normal grün mit dem grünen Licht ohne Pfeile, dann darf ich natürlich auch wieder nach rechts abbiegen, aber in dem Fall haben jetzt die Fußgänger schon grün im Querverkehr und da müsste man natürlich aufpassen, ob hier jemand über die Straße geht. Die andere Geschichte, die wir uns anschauen müssen, und das gehört auch zu den Ampeln dazu, sind diese sogenannten Spurensignale. Es gibt bei Kreuzungen eigene Ampeln, wo eben zum Beispiel im Licht drinnen ein Pfeil ist, zum Beispiel für das Linksabbiegen, könnte auch das Rechtsabbiegen sein. Oder eben nur fürs Geradeausfahren. Wenn ich in diese Richtung fahren will und die Ampel mir zum Beispiel im Grün zeigt, dann weiß ich, okay, alle, die mir in die Quere kommen können, haben Rot. Ich brauche zum Beispiel, so wie bei dieser Kreuzung, wenn ich nach links abbiegen will, auf niemanden Rücksicht nehmen. Natürlich schaut man, ob Fußgänger vielleicht noch im Querverkehr drüber gehen, aber grundsätzlich sollten die bereits Rot haben. Also ich brauche nicht stehen bleiben, ja, auf den Gegenverkehr warten, der hat in dem Fall definitiv rot. Ich hoffe, Marcel, wir haben dir diese Frage halbwegs vernünftig beantwortet. Wenn auch du Fragen hast zu aktuellen Kreuzungen, zu aktuellen Situationen, schreib sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 297 00. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche mit dem nächsten spannenden Thema. Bis dahin, schön rechts fahren.